Hallo ihr Lieben, ich melde mich. Ich bin jetzt gerade dabei. Ich werde den Kleinen gleich baden, habe die Badewanne schon mal vorbereitet. Ich wollte eigentlich erst morgen baden, aber morgen kommen meine Cousinen, da ist so viel los und überhaupt. Deswegen dachte ich, ich mache das heute schon. Und er hat heute Nacht so viel gespuckt, sein Hals ist komplett schmutzig und klar könnte ich jetzt mit Wasser und so weiter und so fort alles arbeiten am Wickeltisch, aber ich habe gedacht, ich bade den jetzt mal kurz ab und ja, das mache ich jetzt mal schnell. Ansonsten war der Morgen bislang sehr ereignislos. Ich habe viele Pakete bis jetzt schon bekommen, die zeige ich euch aber nach und nach in Haul-Videos dann. Ansonsten habe ich tatsächlich nur gefrühstückt, der Kleine hat gefrühstückt, ich habe ein Video online gestellt, habe viele E-Mails beantwortet, einfach viel, also gearbeitet. Jetzt fängt er an zu weinen. Ich hole ihn mal, bade ihn und dann melde ich mich später wieder bei euch. So, Baden ist gut gelaufen. Bei der Hebamme hat er ja nämlich ein bisschen geschrien. Ein bisschen viel sogar. Der ist richtig abgegangen. Und bei mir jetzt gerade gar nicht. Ich bin das alles ein bisschen ruhiger und langsamer angegangen und habe ihn ganz langsam reingelegt. Und das fand er total toll. Also der hat das total gut aufgenommen. Hat einmal ganz kurz gequengelt. Als ich seine Haare, seinen Kopf nass gemacht habe, fand er nicht so cool. Beziehungsweise sein Gesicht bei den Haaren hat er gar nicht gemeckert. Aber mega. Also, alles gut. Wenn die Hebamme nächste Woche kommt und wir ihr das zeigen und vorführen, dann kann sie sehen, dass alles Roger ist. Good Baby Boy. Ja. Alles super. Er schält sich momentan total. Was heißt total, das ist jetzt extrem, aber er schält sich halt schon gerade so an den Füßen und an den Händen. Und die Hebamme hat gemeint, ich kann ihn dann. Ich kann ihn ruhig einölen, leicht einfach. Ich habe jetzt hier so ein Öl, welches. Also, das hat sie mir empfohlen, also hat gesagt, dass es ganz gut ist. Das von Hip. Ich habe ja so viele hier, die waren ja in diesen ganzen Geschenkeboxen. Aber bei den meisten Sachen ist Calendula drinne. Und sie meinte, Leute, also wenn die Eltern allergisch sind, zum Beispiel auf Heuschnupfen und was weiß ich was, dann sollte man also Sachen mit, hat sie, Sachen mit Calendula vermeiden beim Baby, weil es sein kann, dass dadurch er irgendwann auch diese Allergien bekommt. Keine Ahnung, habe ich zum ersten Mal gehört. Könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr das schon mal gehört habt. Ich werde auf jeden Fall am 12. oder am 13., nee, am 13. haben wir den Kinderarzttermin. Da werde ich den auf jeden Fall mal fragen, ob das stimmt, weil ich habe extrem viele Sachen von Calendula. Die ganzen Sachen von Weleda zum Beispiel. Da steht ja überall Fett Calendula drauf. Das kann ich euch mal zeigen. Zum Beispiel das, was ja viele empfehlen, ist ja dieses Weleda Baby Pflegeöl. Das hier, das ist ja so allbekannt und da steht ja auch hier oben direkt Fett Calendula drauf. Das ist anscheinend irgendwie eine Blüte oder irgendwie sowas. Ich weiß es jetzt gar nicht hundertprozentig. Aber auf jeden Fall, ja, wenn man eben allergisch ist gegen irgendwelche Sachen, dann sollte man versuchen, beim Kind das zu vermeiden, zu verwenden, weil erst sonst vielleicht irgendwann auch diese ganzen allergischen Heuschnupfen, so um solche Sachen geht es, entwickeln könnte. Weil ich habe das auch erst entwickelt mit Paaren 20. Also ich hatte das nicht von Anfang an. Aber ich bin mir jetzt nicht sicher, ob das echt so krass ist, ob das wirklich davon dann irgendwie so passieren kann. Ob ich die Sachen jetzt alle weitergeben soll, verschenken soll oder ob ich es einfach doch aufbrauchen soll. Keine Ahnung, wenn ihr sowas schon mal gehört habt, könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben. Ich werde auf jeden Fall auch meinen Arzt fragen. Aber ich werde es jetzt erstmal lassen, weil die Sachen von Hip zum Beispiel oder auch die Sachen von Sebamed. Mit Sebamed habe ich ihn jetzt zum Beispiel gebadet. Also die Hebamme meinte zu mir, es war ja immer so gewesen, dass man eben keine Badezusätze benutzen soll. Entweder mit Wasser einfach nur oder vielleicht einen Schuss Muttermilch rein in die Badewanne. Das wäre schon gut. Aber sie meinte, irgendwie hat sich das jetzt geändert. Man soll einen ganz kleinen Tropfen, also wirklich so groß wie der kleine Fingernagel, soll man mal mit ins Badewasser geben, dass sich auch. Das wäre jetzt anscheinend so. Keine Ahnung, könnt ihr mir auch gerne in die Kommentare schreiben. Ja, ich habe es halt immer gehört, dass man es das nicht machen soll. Aber ich habe es jetzt einfach gemacht und ich habe es auch von Sebamed benutzt, die ganzen natürlichen Produkte oder die halt nicht so extrem sind, parfümiert oder so. Hi Baby, wir sind fertig. Oh, jetzt, wo wir fertig sind, machst du Party Party? Jetzt machst du Party Party? Nein, machst du nicht, oder? Ah, du bist. Oh.
wenn er Hunger hat und er auch bei mir ist, dann geht er immer an meine Backe und fängt an meiner Backe an zu nuckeln. Aber so ganz, ganz extrem. Oder an meinem Arm. Ja, dann machen wir jetzt Nami Nami. Das darf ich gar nicht zu laut sagen, sonst kommen die Katzen. Okay, ich würde sagen, ich melde mich später wieder bei euch. Was du liebst, auch wenn es keine Liebe ist, dich liebst, helf mir zu vergessen, was war. So, wir sind mal wieder unterwegs, Babyboy und ich. Wir treffen uns mit meinem Freund in der Stadt. Genau. Wir haben ja heute Einjähriges und es war bis heute noch nicht sicher, ob wir was bestellen, ob wir was kochen, ob wir rausgehen. Ich habe zu ihm die letzten Tage gesagt, lass uns das spontan am Freitag entscheiden, wie wir lustig sind, wie der Kleine drauf ist und so weiter und so fort. Und ja, dann habe ich ihm vorhin spontan geschrieben, lass uns doch zu Bull & Bear gehen. Da habe ich euch schon, das ist das Lokal, wo ich immer meine Ofenkartoffel esse, die habe ich euch ja schon 50.000 Mal gezeigt und dort gehen wir hin. Bin jetzt gerade ein bisschen in Rush Hour gelandet, richtig ätzend. Aber naja, egal. Ja, und da lassen wir uns gleich schmecken. Wir haben mittlerweile schon gleich 5 Uhr. Ich habe noch nichts zum Mittag gegessen, habe auch gar keinen großartigen Hunger. Ich weiß auch nicht, also seit der Geburt, ist ganz komisch, habe ich keinen Appetit. Also ich muss wirklich mich dran erinnern, morgens habe ich Hunger, definitiv, wenn ich aufwache. Das ist schon bei mir schon immer so gewesen. Ich glaube, es wird auch niemals irgendeine Situation ändern. Aber nachmittags muss ich mich wirklich so daran erinnern, wirklich was zu essen und dann auch mal eine anständige Portion zu essen, weil die letzten Male habe ich auch oft meine Portion nicht leer gegessen. Ja. Und abends kann ich so gut wie gar nichts mehr essen. Ich zwinge mich dann regelrecht, irgendwas zu essen, weil klar, ich muss ja essen, auch wenn man stillt sowieso, ja. Ich will ja hier nicht einen auf Diät oder sowas machen. Aber ich habe null Appetit. Aber null. Richtig krass. Deswegen habe ich gesagt, komm, lass uns heute mal irgendwie essen gehen. Dann habe ich vielleicht mehr Lust drauf, weil es ja einer meiner Lieblingsgerichte ist. Keine Ahnung, mal sehen. Ah, irgendwas brennt hier im Tattoo. Ja, genau. Und das ist das, was ich gerade mache. Also wir werden uns gleich treffen, wir werden essen gehen, dann nach Hause. Und dann passiert heute auch nichts mehr, weil bis wir zu Hause sind, wird es auch bestimmt 7, 8 Uhr sein. Ich habe den Kleinen jetzt gerade frisch gefüttert, frisch gewickelt, alles Roger gemacht. Ich habe trotzdem mal vorsichtshalber meine Milch aufgewärmt und mitgenommen in dieser Isolierflaschenverpackung Dingsbums, was ich euch ja gezeigt hatte. Genau, falls es doch irgendwie länger werden sollte, was ich aber nicht glaube, haben wir jetzt nicht vor. Es sei denn, mein Freund sagt jetzt, weil wir in der Stadt sind, er will noch irgendwo in irgendein Geschäft oder sowas, aber ich glaube nicht, weil es ist zwar nicht richtig am Regnen, aber so ein bisschen am Nieseln und das macht dann auch keinen Spaß, irgendwie rumzulaufen. Ich hasse Regen einfach übertrieben und erst recht, wenn man dann mit Kinderwagen unterwegs ist. Ja, deswegen würde ich sagen, ich melde mich, denke ich, morgen wieder bei euch, wenn ich es schaffe, weil meine Cousinen kommen ja morgen aus Nürnberg. Ansonsten dann Sonntag oder Montag wieder. Genau, also bis dann. Ciao, ciao. Dankeschön. So, wir sind angekommen. Das ist unser Essen. Ich glaube, das gleiche habe ich euch das letzte Mal schon gezeigt. Das ist auf jeden Fall mein Ofenkartoffelsalat und die Puten. Genau, und Schnitzel. So, das lassen wir uns jetzt schmecken. Guten Appetit. So, wir sind im Nordwestzentrum, waren gerade bei Pizza Hut essen und jetzt geht's ab mal kurz zu Primark. So. Hello Primark. Ja, Primark war sehr erfolgreich, volle Tüte und jetzt gibt es noch eine Runde Starbucks. So, eben wieder heimgekommen, endlich. Wir waren jetzt gerade mal 4 Stunden unterwegs, aber diese 4 Stunden kamen mir ewig lang vor. Wir sind ins Nordwestzentrum gefahren, also meine Cousinen kamen, die waren erstmal eine ganze Zeit lang hier bei mir, haben mit dem Kleinen gekuschelt, ihn kennengelernt und dann sind wir essen gegangen in Pizza Hut im Zentrum und dann waren wir jetzt noch bei Primark ziemlich lange. Ich habe auch eine komplett volle Tüte mitgenommen, zeige ich euch im nächsten Haul dann. Ich habe jetzt ein paar Sachen, die ich dann abfilmen möchte. Also ich hoffe sehr, dass ich mal zum Video drehen, dann komme die nächste Zeit. Und ja,
Ich werde jetzt den Kleinen rausholen, dann wird er jetzt erstmal gefüttert und gewickelt. Der ist immer noch am Schlafen, unglaublich. Der hat jetzt 4 Stunden komplett durchgeschlafen, seitdem wir losgefahren sind. Jetzt macht er langsam die Augen auf. Ja. Übrigens, der Stillsaft von, das ist der nämlich gerade, von Rossmann ist ganz okay, aber der von Babylove, also von DM, ist noch besser. Also den finde ich richtig, richtig gut. Habe ich aber ja schon gesagt. Genau. Heute ist auch die Fotobestellung angekommen von Lalalab. Habe ich euch ja schon gesagt, da habe ich ja ganz viele Fotos nachmachen lassen. Und mein Schild ist endlich angekommen. Ich zeige es euch gerade mal. Moment, ich muss es nur mal hinlegen. Also da steht einmal Lias und dann sind hier so seine Geburtsdaten. Das muss man halt eben noch mit einer Schnur dann anhängen. Ich dachte, das wird automatisch gemacht, aber irgendwie nicht. Also die Uhrzeit, die Maße, wie viel Gramm und Datum. Das kann man dann so unterschiedlich dranhängen. Und ja. Voll, voll schön, habe ich bei Amazon bestellt, war echt teuer. Ich glaube, es hat 40 Euro oder sowas gekostet, so richtig übertrieben teuer. Aber ich muss sagen, ich habe im ganzen Internet rumgesucht, gemacht, getan. Ich habe wirklich lange danach gesucht und ich habe kein anderes irgendwie gefunden, was günstiger ist oder irgendwie besser aussieht oder. Es war wirklich eine Action gewesen. Und dann habe ich das jetzt eben bei Amazon gefunden gehabt. Ich habe gesagt, komm, keine Lust mehr jetzt zu suchen, dann habe ich es einfach bestellt. Jo, ansonsten gibt es nicht wirklich viel zu berichten. Morgen sind wir bei der Familie von meinem Freund. Und ja, habe ich mir sonst irgendwas heute gemeldet schon bei euch? Ach, was ist euch das Wichtigste, habe ich euch noch gar nicht erzählt. Wir sind heute Morgen zum Autohaus gefahren und haben tatsächlich... Kaufvertrag und alles ist unterschrieben. Also wir haben das Auto jetzt tatsächlich gekauft, das ich euch gezeigt habe. Also wir haben uns dann letzten Endes jetzt doch für den Gebrauchten entschieden, weil der halt einfach erst 25.000 Kilometer hat und dann halt locker irgendwie 6.000 Euro weniger gekostet hat, sogar noch weniger. Wir haben den jetzt nochmal 1.000 Euro runtergehandelt. Also mega. Und das Auto ist einfach in einem Tip-Top-Zustand. Ja. Ja, Jason, gell? Ja, also wir haben ganz offiziell jetzt neues Auto. Ich muss am Montag den bei der Versicherung anmelden, also als Zweitwagen, beziehungsweise ich werde den neuen als Erstwagen anmelden und meinen jetzigen VW als Zweitwagen dann, genau. Und dann ist es so, dass die auch vom Autohaus die Anmeldung machen, also richtig genial. Die haben gefragt, ja, sollen wir die Anmeldung für euch machen oder wollt ihr das selber machen? Und ich so direkt, nee, mach mal. Weil mein Freund ist halt arbeiten und ich habe gar keinen Bock mit dem Lias da auf diese Stelle zu gehen. Das ist einfach, oh, ich kann mich noch genau erinnern, als ich den VW angemeldet habe. Das hat einfach so elendig lange gedauert. Da ist einfach so viel los. Also klar, Frankfurt ist halt ein bisschen mehr. Das ist echt krass. Also ich weiß noch genau, dass ich da ewig lange war. Und wir haben uns auch ein Wunschkennzeichen ausgesucht. Alles in Lias Form. Also mit seinen Daten sozusagen. Und ja, wir dürfen ihn nächste Woche Mittwoch oder Donnerstag abholen. Je nachdem. Also das wird dann halt von denen alles gemacht. Angemeldet, pipapo. Die werden uns dann Bescheid sagen, ob Mittwoch oder Donnerstag. Ist aber auch überhaupt nicht schlimm, weil ich muss ja selbst erst die Sache mit der Versicherung klären. Und dann hat das Ganze ein Ende. Ich habe mich gerade schon wieder so aufgeregt mit dem Polo. Echt, also das ist so eine Action. Weil mein Freund ist erst mitgegangen ins Zentrum, hat sich dann aber jetzt dann nochmal, musste auch noch was erledigen. Hat sich jetzt noch mit einem Freund getroffen. Und ich habe dann gesagt, ich fahre jetzt schon mal nach Hause, weil der Kleine muss dann jetzt auch essen und gewickelt werden. Und ich war auch müde und kaputt und habe dann gesagt, ich gehe jetzt lieber mal nach Hause. Und bin dann halt mit meinen Cousinen noch ein bisschen länger im Zentrum halt eben geblieben. Und dann habe ich jetzt gerade schon wieder gemerkt, das ist so eine Action. Wenn man wirklich, man ist dann auch unter Zeitstress. Das hört sich jetzt bekloppt an. Aber in so einem Parkhaus hat man ja, glaube ich, 15 Minuten oder sowas im Durchschnitt Zeit, bis man dann da raus sein muss. Und bis du dann da aber mit Kind, Sack und Pack erstmal alles eingepackt hast, gerade in einem Dreitürer, bis ich den Kleinen da reingemacht habe, reingewuchtet habe, die ganzen Einkäufe, dann auf der anderen Seite eben noch das ganze Untergestell reingestoppt habe. Und das ist wirklich eine Action, das alles da reinzupacken.
Das ist echt nicht witzig. Überhaupt nicht. Und das ist auch wirklich schwer alles. Und ich bin einfach froh, dass es jetzt dann ein Ende hat und endlich ein Fünftürer da ist und viel Platz und dass man das ganz gechillt in den Kofferraum reintun kann. Weil das Ding ist auch in Parkhäusern, ist ja alles so beengt. Da muss man auch wirklich aufpassen, dass man das nächste Auto nicht andotzt und. Das ist eine Action, Leute. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Ich habe das mir nicht so schlimm vorgestellt. Aber jetzt, die letzten 2 Wochen, wo ich wirklich fast jeden zweiten Tag diese ganze Action habe mit dem Kinderwagen und dem Kleinen, das geht gar nicht. Selbst wenn der Kinderwagen hinten reinpassen würde, hätte ich immer noch die Action, dass ich ihn auf dem Rücksitz immer mit dem Dreitürer da hinten reinwuchten muss. Das geht gar nicht. Das geht absolut gar nicht. Echt. Baby schläft immer noch. Unglaublich. Also total ruhig. Jetzt seit 4,5 Stunden hat er das letzte Mal gegessen und wurde das letzte Mal gewickelt. Ja, 4,5 Stunden seit jetzt ganz genau. Ich habe ein Engelgeschenk bekommen. Ohne Scheiß. So, Dilla. Ja, das war es eigentlich, was heute gewesen ist. Auto gekauft. Cousinen da gewesen. Mit den Männern. Shoppen gewesen. Essen gewesen. Jetzt wieder zu Hause. Und jetzt wird gechillt im Bett. Und wenn er dann fertig ist mit Wickeln, Füttern und alles drum und dran und er wieder so langsam am Einschlafen, dann ist mal gucken, ob er jetzt erstmal ein bisschen entertaining will. Gern mal ein entertaining Baby. Aber wenn er dann wieder groggy ist sozusagen und fertig mit der Welt und wieder schlafen will, dann setze ich mich ans Videoschneiden. Und ich bin heute tatsächlich unmotiviert, weil ich übertrieben müde bin. Und ich befürchte, dass ich dabei einschlafen werde. Das heißt, ich muss morgen früh dann mal ein bisschen früher aufstehen, dass bevor wir zur Familie fahren von meinem Freund, dass ich da dann noch zu Ende schneiden kann. Genau. Oh, er meldet sich. So, das war das Stichwort. Ich würde sagen, ich melde mich morgen wahrscheinlich nicht, aber Montag wieder. Oh, ja. Also, bis die Tage einfach. Macht's gut.